Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vizebeast Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. So, ja, wir haben jetzt in der letzten Folge, weiß sogar gar nicht mehr so richtig, nee, weil ich war im Messfabricator, oder? Haben wir? Ich bin gerade so durch. Was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Scheiße. Ja, ich bin immer noch am Nachsynchronisieren. Ah, ich erinnere mich, wir haben hier an, ja, Befinnington haben wir weitergearbeitet. Wir haben jetzt schon mal eine Automatisierung fertig. Wir haben jetzt auch schon mal durchlaufen lassen. Also da ist schon gut was Zeug rübergekommen. Pilze kommen noch nicht so ganz rüber. Teig haben wir mittlerweile, ja, genug. Beefwellington haben wir an sich schon jetzt fast der ganze Resonant Cache voll. Ich würde ganz ehrlich sagen, der Tünchen, ne? Das brauchen wir nicht mehr. Wir können einfach Beefwellington futtern. So, und dann würde ich jetzt mal überlegen, was wir heute weitermachen. Generell hier haben wir immer noch ein Problem. Die ganzen Maschinen, die verbrauchen zu viel Strom. Deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns heute auf jeden Fall um die Culinary Generator. Und da würde ich auch sagen, nehmen wir die mal 8. Weil die mal 64, die, ich finde eher, die sind für so einen Energieburst, sag ich mal, also so einen krassen Energieschub da, als die Energie. Die Generator mal 8, weil die sind schon dafür da, ja, wir verbrennen das Zeug und liefern dir auch wirklich Energie, dass du länger vielleicht was davon hast. Da haben wir jetzt mittlerweile auch schon die MOX-Reaktoren fertig, die ich aber mit Reinforced Glass beschützt habe. Das habe ich jetzt aufs Screen aufgebaut und wir haben das Ganze schön auch noch heiß hoffen lassen, wie ihr gerade eben gesehen habt. Ich glaube, ich habe gar nicht gesehen, wie viel die an Energie liefern, also um die 1300 rum. 1300 EU pro Tick. Mittlerweile kommt hier auch einiges an hier von den depleted Uranium Fuel Rods an, weswegen wir auch schon einiges an Plutonium haben, wie ihr hier gerade seht. Ja, Uranium 238 kommt ja auch an. Hier haben wir eine kleine Verarbeitung auch aufgebaut, so ganz nebenbei mal. Dahinter geht der Iron Dust, der von den alten Fuel Rods, geht in einen Redstone Furnace, dass wir das Ganze recyceln können. Und geht dann wieder hier in die Diamond Truhe, die gerade komischerweise unsichtbar war. Spooky. Ja, und ihr seht schon, wenn man das recycelt, kommt da schon einiges rüber. So, hier ist aber immer noch ein kleines Bottleneck. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie kommen nicht genug Eisenplatten rüber. Muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Vielleicht über einen zweiten Metalformer, ich weiß es noch nicht. So, der Signalmotor gibt hier Uranium 238 und Plutonium rüber, dass wir MOX Nuklearfuel bekommen. Das Ganze wird dann hier rüber geschickt in die Solid Canning Machine, wo dann die Fuelrods raus werden, hier die Fuelrod MOX. Und das Ganze wird dann zu einer Quad Fuelrod MOX verkraftet. Das Schöne ist, ja, wir bekommen gerade ein bisschen Schaden, aber nicht wirklich. Es ist einfach nur dieser Schadenstick. Seht ihr? Wir bekommen keinen Schaden und die Rüstung bekommt auch keinen Schaden. So, 1253 EU pro Tick kriegen wir bei einer Temperatur von 79%. Wie ich die auf 79% hochbekommen habe, ich habe einfach hier einen der Heat Exchanger irgendeinen rausgenommen, gewartet und wieder reingetan. Dann bleibt es dauerhaft bei 79% und wir kriegen die Energie. Andernfalls würden wir einfach nur, ja, irgendwie so ein Drittel bekommen, irgendwie so 400 EU pro Tick. Ja, das ist auch komplett ungefährlich. Erst wenn das über 80% wäre, würde das anfangen zu schmelzen und kann in die Luft fliegen. Also da sind wir safe. So, da scheint es gerade am Plutonium. Das heißt, wir müssen warten, bis die einmal durchgelaufen sind. Das Schöne ist, wenn die MOX-Fuel-Rods, die Quad-Fuel-Rods einmal durchgelaufen sind, geht das hier wieder rein, wird schon komplett recycelt. Plutonium geht dann wieder schön rüber. Und wieder in neue verkraftet. Weil an Plutonium haben wir so gesehen einen 1:1 Austausch. Und das ist ganz ehrlich gesagt top. Mehr kannst du nicht sagen. So, die Resonant Energy Cell füllt sich aber trotzdem immer noch nicht. Finde ich krass, wir haben. Ich meine, 1 EU waren ja 4 RF. Und wenn wir jetzt 1200 kriegen, dann bekommen wir um die 4800 EU rein. Und wir haben ja nur Output 4000 RF. So, generell, für die, für die Culinary Generator brauchen wir ja Iron Gears und da würde ich ganz gerne mal, weil wir so circa ein Stack brauchen, weil ich so circa 8x8 aufbauen möchte. Also 8x8
8 Generator mal 8. Ihr wisst, was ich meine. Von den Generatoren mal 8 möchte ich 8 Stück platzieren. So. Brauchen wir ja so gesehen ein Stack Iron Gears. Und das Ganze für die Schmiede zu machen, würde zu lange dauern. Weswegen ich jetzt einmal hier schön das Immersive-Buch mache. Und dann schauen wir nach, was wir daraus Schönes dann fabrizieren können. Haben wir hier einen Kobbel drin? Jawohl, natürlich haben wir einen Kobbel drin. Du, 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 dann Lever. Buch daneben, Immersive Engineering Buch. So, Achievement Get, RTFM. Der Metal Presser möchte ich ganz gerne bauen, weil die Stanzplatte ist kein Thema. Energie haben wir jetzt dann bald ja, wenn wir das dadurch haben. Und wir können damit einfach wirklich auch Zahnräder und Platten mal. Okay, Platten haben wir schon, können wir auch so automatisieren, aber eher Zahnräder. Die Gears können wir so automatisieren. Da brauchen wir Steel Scaffolding für, das ist kein Thema. Das ist einfach nur ein bisschen Stahl und die Engineering-Blöcke. So, boah, das ist teilweise richtig nervig nachzusynchronisieren. Ich bin jetzt bei Folge 26 dran und bis Folge 32, glaube ich, muss ich noch. Also ich habe jetzt die Hälfte, nee, nicht die Hälfte. Ich habe bei 23 angefangen nachzusynchronisieren, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. So, Steel Rods. Zack. Steel Fans, ja, ich glaube, da müsste. Ne, das reicht sogar, das reicht sogar. Na gut, dann tun wir den Rest weg. Vielleicht bauen wir irgendwann mal eine Lightning Rod auf, ich weiß es noch nicht. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Conveyor Belts, Steel Scaffolds, die zwei kommen. Oh, da steht's ja. Drei Steel Scaffolds, ein Piston, zwei Conveyor Belts und ein Heavy Engineering Block. So, dafür brauchen wir wieder Stahl und Kupfer. Oh Gott. Hier haben wir noch die Find Iron, also wir sind abgesichert. Dann muss man schauen, ob man dort irgendwie was automatisieren kann. Aber müsste eigentlich gehen. So, zack. Ich will nur so zwei Stück haben. Das reicht dann schon. Redstone werden wir was brauchen. Eisen brauchen wir. Okay. Ja. Jungle Wood brauchen wir. Stimmt, wir brauchen ja den Piston. Ganz vergessen. Stonewax, die können wir mal zurückschüsseln. Dann bekommen wir Clean Stone raus. Oh Gott. Ja, ich hasse es. So. Komm, wir machen das auf den Billow-Weg. Ich hab doch. Ey, Junge. Psst, du hast da eigentlich eine Drawer mit Kobbel. Ja, lass den vollen Jungen. Ja. Ja, mach weiter. Mach weiter so. Das gibt bestimmt was. Ich glaube an dich. Boah, manchmal ist der Typ schlimm, ne? Ich weiß gar nicht, wie ihr das immer aushaltet. Also ich hätte schon längst abgeschaltet. Ne, ich pass beiseite. So nebenbei, wo der Typ jetzt hier mal gerade so am Craften ist. Ihr habt das bestimmt schon bei einigen anderen mitbekommen und da ich auch weiß, dass viele von euch, beziehungsweise, ich glaube alle, die bei mir schauen, schauen auch beim Streetiger zu. Und der hat das ja schon in seiner Folge gesagt, aber. Hoppala, PC. Ich sag das jetzt auch nochmal. YouTube hat ein neues System eingeführt. Und zwar, wenn die Folgen nicht angezeigt werden bei euch, eine Abo-Box oder nicht immer. Es gibt jetzt unten bei mir im Kanal, also da müsst ihr irgendwie da unten mal irgendwie schauen. Da müsste jetzt eine Glocke sein. Da würde ich euch bitten, einmal drauf zu drücken. Das bedeutet einfach nur, dass ihr dann sagt: Ja, ich möchte die Videos in meiner Abo-Box haben. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. So, und da geht es auch schon weiter. Da hat es gerade bei mir wundervoll geklingelt. Postkammern. So, wo ich auf jeden Fall dran war. Es gibt jetzt ein neues System. Einfach nur, wenn ihr diese Glocke anklickt, heißt halt, ich möchte, dass diese Videos in meiner Abo-Box auftauchen. Was, ich bin ehrlich, das neue System, ich habe mir das mal durchgelesen und ich selbst kann es auch vermerken. Irgendwie so gefühlte 80% der YouTuber, irgendwie die auch wirklich was hochladen, haben da durch dieses wundervolle neue System schöne finanzielle oder auch View-Einbrüche. Und das kann es teilweise echt nicht sein, finde ich. Also ja, YouTube soll sich verbessern. Habe ich nichts dagegen, dass die sich, sagen wir schnell, dass sie ihr System verbessern wollen, aber dann doch nicht bitte so, dass solche extreme, hoppala, da kann man hochklettern? Road to nowhere. Die sollen ihr System ruhig verbessern. So ist es nicht. Aber bitte dann so, dass die ganzen YouTuber, die da auch wirklich am Arbeiten sind, die sich damit Mühe geben,
nicht darunter leiden müssen, weil ich finde teilweise gesagt, scheiße. Ja, generell, also ich würde dich darum bitten, klickt bitte auf die Glocke. Auch über den einen oder anderen Like würde ich mich ganz gerne freuen. Nicht einfach nur, weil ich damit Geld verdiene, ganz ehrlich gesagt, weil ich damit am Geld verdiene. Wenn ich sagen würde, ja, von dem Geld lebe ich jetzt ab sofort, das würde ungefähr so gehen. Ich lebe jetzt von diesem Geld, was ich verdiene. Ich bin pleite. Ganz ehrlich gesagt, über die letzten 2 Jahre oder so habe ich keine Ahnung, wie viel das ist. Lass es 5 € oder sowas gewesen sein, da kannst du vergessen. So, wir brauchen auf jeden Fall auch den Engineer Sammer. Damit wir hier die Stanzplatte da, die Stanzplatte, die Stanzmaschine einmal fertigstellen können. Nee, aber wie gesagt, das würde mich super freuen. Mir geht es einfach nur darum mit dem Like, dass ihr seht, ja, gefällt mir, der gibt sich Mühe, mach weiter so. Oh, da kannst du auch ein bisschen drehen. Was muss ich jetzt machen? Du formst ein Multiplock-Tick, der Piston wirf ein Engineer-Zimmer. Habe ich doch gemacht. Ah, jetzt geht's. Ah, ich habe wahrscheinlich ein Shift gedrückt. So. Nee, aber generell, ich möchte mich auch wirklich verbessern. Also, so ist es nicht. Bloß, mir geht es halt darum. Einerseits, ich möchte wirklich liebend gern mehr machen, aber ich hatte ja gestern schon mal in der, oder vorgestern in der Folge gesagt, von den Ressourcen her, die mir zur Verfügung stehen, also Internet so gesehen, geht das einfach nicht. Weil ich würde liebend gern, ich habe immer noch das Final Fantasy, ich weiß nicht, wie soll ich wollte gerade sagen, das Final Fantasy Cosplay. Warum hast du jetzt eine Eisenplatte? Also für. Bisschen Depp, ne? Auf jeden Fall. Ich habe immer noch das Final Fantasy Display auf der Platte. Also so ist nicht, das ist jetzt komplett fertig. Es gibt nur, glaube ich, so zwei Videos, die ich nochmal was zusammenschnippeln müsste. Ich nehme eigentlich momentan sogar schon auf, um wenn ich was aufnehme. Ab und zu sag ich mal, komm, nimmst du jetzt mal auf für schlechtere Tage, weil man sagt, ich habe jetzt keinen Bock aufzunehmen, dass du dann irgendwie was auf Vorrat hast. Weil es wird ja auch die Zeit kommen, wo ich jetzt wieder ans Arbeiten komme. So ist es nicht. Da sieht es bei mir schon ganz gut aus für nächstes Jahr. Da habe ich, so wie es aussieht, eine Ausbildung sicher. Und da werde ich wahrscheinlich auch glaube ich, sagen müssen, es kann passieren, dass ich nicht mehr so viel aufnehmen kann. Und das, für diese Zeit würde ich einfach schon vorarbeiten. Ich meine, klar, an Wochenenden werde ich immer noch was machen können, aber ich will doch an Wochenenden dort entspannen, sage ich jetzt mal. Aber naja. So, währenddessen arbeiten wir jetzt mal hier ein bisschen weiter. Wir brauchen drei Truhen. Warum drei Truhen? Oder auch Türen? Ganz einfach, wir machen jetzt mal schnell drei Truhen für zwei Hopper und eine Truhe als Endprodukt. Weil so kann man. Es geht der Input und Output über diesen, über die Metal Press. Ein Hopper Richtung Conveyor Belt, in Flussrichtung, ungefähr. So. Und einen Hopper da runter. Machen wir eine Truhe davor. Zack. Zack. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir nur noch hier die Metal Press Mold Gear. Und ein wenig Invert da rein. Und. Oh, Strom vergessen. Hey. Haden sollten da ja reichen. Zack, zack. 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 Zacki, zack. Es geht los und böp. Ein Gear. So, und das können wir jetzt mal schnell mit für die Kalinary Generator machen. Kalinarti. Kalinary Generator mal. Ein braucht nämlich ein Gear. Das heißt, wir brauchen jetzt vier Stacks Eisen. Ich würde behaupten, davon haben wir genug. Bloß, das würde so einen kleinen Moment dauern. Währenddessen können wir ja eigentlich schon mal alles andere vorbereiten. Oh, das sieht so schön aus. Oh ja, das Invagier haben wir noch da drin. Werden wir bestimmt irgendwann mal gebrauchen können. Und der schmeißt das einfach da rein. Ah, dieser Typ schon wieder, ne?
So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch drei Stacks Firm-Tofu. Eins, zwei, drei. Oh ja, nehmen wir es mal hier so ein Stack Beef Wellington mit und das Chicken hier. Oh. Tschüss. Hat der Huhn eigentlich aber auch nicht verdient, ne? Aber naja. Ist ja zum Glück nur ein Videospiel und da ist die Schadensbegrenzung geringer, nenne ich es jetzt mal. So, wir brauchen Redstone, auch so noch was Eisen. Und wir brauchen Koppel. Hoppala, Inventar ist voll. Legen wir schon mal so das Zeug hin. Zack, zack, zack. So, wir brauchen für die Culinary Generator. Brauchen wir. Aha. Oh. Wir brauchen zwar Öfen, aber du machst das falsch. Du machst gerade Slab Furnace. So, Eisen und El Holzo. Ja, Holz haben wir noch was hier. Zack, zack. Boah, wie laufe ich da rum? Bin ich da besoffen? Ah ja, haben wir da noch bestimmt. Echt nicht? Wow. Einmal in meinem Leben ist die Maschine, die ich sonst immer jeden Tag befülle, leer. Wahnsinn. Wahnsinn. Da kommen wir nebenbei auch noch ein bisschen Rubber raus. Sehr schön. Also theoretisch. So. Okay. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Holz. Und an sich haben wir eigentlich auch schon alles. So ist es nicht. Du, Stack Piston und der kommt da rein, das Redstone auch. Ja, wir haben's gleich. Wir brauchen jetzt einige Öfen. Das machen wir mal ganz kurz so. Shift rechts, klick ein Stick Öfen. Oh, wir brauchen sogar noch ein Stack. Zum Glück haben wir gerade zufälligerweise 8 Plätze frei. Was ein Wunderwerk der Technik. Ein Wunderwerk der Technik, er hat 8 Plätze frei. Wahnsinn, Magie. Okay. Dann, wie sieht das aus? Oh. Guck mal genau rechtzeitig. Eins. Und wir sind fertig. Siehst du, währenddessen haben wir schön alles andere fertig bekommen. Ganz ehrlich, die Maschine ist geil. Ich mag die. So, das rein. Eins der Culinary Generator. So, jetzt brauchen wir die 8er Version davon. Dafür brauchen wir eine Transfer Node Energy. Das heißt Transfer Nodes. Oh, zwei Stück haben wir sogar noch. Super. Da kann ich mal zwei Stück anschließen. Dann machen wir das schon mal direkt. Da kann man vielleicht mal ein bisschen die Energieprobleme kompensieren. Oder? Nee. Währenddessen. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich da gerade machen bin. Irgendwie laufe ich wieder wild hin und her. Also, ich war nur suchen, ob ich noch Transfernodes über. Oder? 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 Ja? 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 Findest du es? Nö. Dosch wütend, Dosch findet seine Stirn nicht. Du. Dann schießen wir eben schon mal die zwei an. Nee, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich wollte versuchen nach Item Ducks, oder? Bauen wir die mal hier so schön auf. Ja, schön auf. Eins. Nee, nicht da ein. Fangen wir schön hier von hier an. So. 484 F pro Tick. Ganz ehrlich gesagt, das lübt richtig. Boah, ist das schön anzusehen. Also wir haben hier genug Platz auf jeden Fall. Wir können ja wirklich noch
super erweitern. So, wie sieht das währenddessen aus? Wir nähern uns schon so langsam dem Ende der Folge. Immer noch von 200 Items. Da sollte schon mal super sich auswirken auf unsere Idee de la Transfernaut Energy. Ich glaube, die werde ich sogar offscreen fertig machen. So, ja, ich würde sagen, generell, das war es dann schon mal für die Folge. Also, Energieprobleme haben wir jetzt bald gelöst. Und wenn das gelöst ist, können wir weiter hinaufgehen zum ME-Controller und dem ME-System. Und wenn wir es da haben, hoppala, was kommt da für ein Schwall an? Haben wir es, haben wir schon mal einen großen Schritt voran. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.